Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von Gaming Blog. Und zwar zeige ich euch heute den Wandglitch. Was ihr dazu braucht, ist eine Powerrüstung. Das war's auch schon großartig. Also, jeder hat natürlich eine Waffe. Also, was ihr machen müsst, ihr zieht eure Waffe und ja, stellt euch hier vor ein Objekt, wo ihr nicht durchkommt. Ich bin jetzt hier am Flughafen Boston. Ihr kennt ja jeder kennt natürlich diese Türen, die man nicht aufmachen kann, irgendwie, keine Ahnung warum. So, dann stellt ihr euch hier vor, drückt auf die Zieltaste. Ihr seht jetzt, der Körper, also der Oberkörper, steckt jetzt in der Wand drinne. Und dabei macht ihr einfach, dreht euch ganz schnell, also so, ihr dreht euch die ganze Zeit. Und wenn der Körper jetzt so stehen bleibt, ne, halt die X gedrückt während der Drehung, dass der danach hier stehen bleibt. Also, dieser Trick müsste eigentlich ganz einfach funktionieren. Versuche ihn jetzt nochmal. Es ist auf jeden Fall. Man muss diesen richtigen Zeitpunkt erfassen. So. Nein. Ja, ich weiß, dass er leer ist. Er ist immer leer. Okay, immer noch nicht. Scheiße. So, es hat hoffentlich funktioniert. Ja, ihr seht, ich bin jetzt in diesem Raum drinne. Also, dieser Wandglitch funktioniert in den häufigsten Fällen. Er ist dafür da, wo man jetzt nicht hinkommt, wo man keine Haarklammern hat, wo die Schlosskenntnisse nicht so hoch sind, zum Beispiel Meister oder fortgeschrittenen Schlösser. Sorry. Und ja. Wenn die Wände verkettet sind, also die Türen zugekettet sind oder sonstigen Scheiß. Also ist sehr hilfreich, würde ich schon mal sagen, dieser Trick. Den kann man auf jeden Fall überall anwenden. Und zum Beispiel in Räumen, wo man jetzt nicht reinkommt, wo jetzt eine Ladezene kommt, kann man auch vorher reingehen, nur ist da nichts geladen natürlich dann, ne? Ist natürlich logisch, aber ist ja auch egal. Um in den Raum rauszukommen, ist es in den meisten Fällen, Räumen sind ja dann, kann man ja öffnen von innen oder sonst was. Meistens kann man dann wieder durch die Stelle rausgehen, von der man gekommen ist. So, bei mir ist es jetzt nicht der Fall. Ich muss jetzt außen rumlaufen, weil hier ist ja schon offen. Also, ich habe diesen Raum hier nur gewählt, weil er schon offen war. Ihr müsst euch auf jeden Fall gut überlegen, wo ihr reingeht und dass ihr den Ausgang wiederfindet. Ist nicht so schlimm. Aber man kann auch dadurch verreisen wieder. Also, falls man gefangen ist, kann man Schnellreise drücken und fertig. Ja. Das war dieser Trick jetzt. Dieser Glitch. Ich finde den recht gut und hilfreich. Ich kann jetzt hier alles plündern. Obwohl ich ja eh hier rein darf. Naja. Ja. Falls ihr Fragen habt, fragt einfach. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Glitch und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein, ciao.